Die Welt brennt an allen Ecken und Enden, so hört man das ja in diesen Tagen auf allen möglichen Konferenzen. Aber im Kern ist es natürlich nichts Neues. In der Menschheitsgeschichte gab es immer Katastrophen, die existenziell sehr, sehr bedrohlich waren. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Bleibt man in apokalyptischen Szenarien stecken und resigniert? Im Kern gibt es ja nur zwei Positionen. Der Pessimist sagt, es ist alles schlimm, bloß draußen ist viel besser und ich leide an meinem Schicksal. Während der Optimist noch dazu, der gläubige Optimist, sagt, ich nehme und akzeptiere mein Leben so wie es ist und erfreue mich daran. Denn, so wie es Dietrich Bonhoeffer sagt, er sagt, von guten Mächten wunderbar getragen. Das heißt, so erwarte ich auch mein jetziges Leben und den Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt im Advent sind, dürfen wir hoffnungsvoll schauen, was uns die Zukunft bringt, trotz aller Widrigkeiten des Lebens. Denn wir sind ja im Geheimnis unseres Lebens geborgen, das wir Gott nennen.